NDR Info, wir haben die Nachrichten für den Norden. Frisch erholt zurück aus dem Urlaub, übrigens im Allgäu, fernab von Kofferchaos und Co., hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz heute in Berlin in der traditionellen Sommer-PK den Fragen der Journalisten gestellt und dabei zu so manchem unangenehmen Thema Stellung beziehen müssen. Die ersten Monate seiner Amtszeit gab es davon ja genug: Ukraine-Krieg, Energiekrise, Inflation, Corona. Und für den ehemaligen Hamburger Bürgermeister geht es ja auch nach wie vor um seine Rolle im Cum-Ex-Skandal. Die Schweigepflicht von Ärzten ist ja ein hohes Gut. Krankheiten der Patienten sind immerhin Privatsache und gehen niemanden etwas an. Umso beunruhigender ist, dass es in vielen deutschen Arztpraxen aber offenbar gravierende Sicherheitslücken im Computersystem gibt, wie IT-Experten jetzt bewiesen haben. Sie hätten nicht nur auf sensible Gesundheitsdaten von mindestens 60.000 Patienten zugreifen können, sondern auch auf E-Mails der Ärzte, auf Behandlungsverläufe, Blutbilder und Laborergebnisse. Diese Bilder hier haben sich ja bei vielen tief ins Gedächtnis gebrannt. Vor etwa einem Jahr übernahmen die Taliban in Kabul die Macht. Viele Afghanen versuchten damals panisch das Land zu verlassen, klammerten sich sogar an den Rumpf der letzten Flugzeuge aus Angst vor dem radikal-islamischen Regime. Vor allem die afghanischen Ortskräfte, die zuvor mit Bundeswehr, Polizei und Hilfsorganisationen zusammengearbeitet hatten, waren plötzlich in Gefahr. Und einer von ihnen ist Osman Azimi. Erst Monate nach der Machtübernahme gelang ihm und seiner Familie die Flucht vor den Taliban. Heute leben sie in Niedersachsen. Und die ganze Fernsehdokumentation Der Fall von Kabul, die finden Sie auch in der ARD-Mediathek. Und in der Audiothek gibt es dazu den passenden NDR-Info-Podcast. Ja, so manch einer hat ja ein schlechtes Gewissen, in diesen Krisenzeiten feiern zu gehen. Erst die Pandemie, dann der Ukraine-Krieg, jetzt die Unsicherheit, was die Zukunft bringt. Andere dagegen wollen gerade jetzt den Kopf mal frei bekommen. In Hamburg beim Sommerfestival auf Kampnagel versuchen die Veranstalter, beides zu verbinden: Musik und die kritischen Themen dieser Zeit. Wegen eines Geflügelpestausbruchs im Landkreis Vechta müssen 110.000 Legehennen getötet werden. Das Vogelgrippevirus des Typs H5N8 sei auf einem Hof in Dinklage nachgewiesen worden, teilte der Landkreis mit. Um den Betrieb herum wurde ein Sperrbezirk eingerichtet. Das Veterinäramt hat Untersuchungen angekündigt, um eine mögliche Ausbreitung des für Tiere hochgefährlichen Erregers möglichst früh zu erkennen. Der Stahlkonzern Salzgitter hat das beste Halbjahresergebnis seiner Geschichte verbuchen können. Das Unternehmen profitierte vor allem von Rekordpreisen, die zuletzt für Stahlprodukte gezahlt wurden. Damit sei der Vorsteuergewinn um mehr als das Dreifache auf 970 Millionen Euro gestiegen, erklärte der Vorstand. Für das zweite Halbjahr rechnet das Unternehmen aber mit einer schwächeren Entwicklung. Es drohen Risiken bei der Gasversorgung infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine. Salzgitter benötigt für die Stahlproduktion große Mengen an Erdgas. Was auch immer bei der Deutschen Bahn so schief läuft, mangelnde Kreativität kann man dem Unternehmen nun wirklich nicht vorwerfen, wie das Beispiel Sande in Friesland zeigt. Dort wird schon seit Jahren an einem Fußgängertunnel gearbeitet, damit Passanten endlich sicher die Gleise überqueren können. Doch weil der einfach nicht fertig wird, ist die Bahn nun auf eine sehr eigenwillige Idee gekommen. Nachdem sie vor zwei Jahren Corona-bedingt ausgefallen ist und 2021 nur in kleinem Rahmen stattfinden konnte, soll die Hanse-Sail in Rostock dieses Jahr wieder zum Großereignis werden. Am späten Nachmittag wird sie eröffnet und mein Kollege Silvio Kaczmarek ist jetzt im Stadthafen Rostock vor Ort. Silvio, Schiffe sehen wir, sind schon vor Ort einige. Wie viel ist denn sonst bei euch los? Die 5 verbliebenen Gletscher in Deutschland schmelzen offenbar im Rekordtempo. Die Schmelze unter anderem auf der Zugspitze sei schon 6 Wochen weiter fortgeschritten als um diese Jahreszeit üblich, berichten Experten. In den gesamten Alpen sei das Bild ähnlich oder noch dramatischer. Ursachen seien ein schneearmer Winter und ein trockenheißer Sommer. So, und auch bei uns wird es am Wochenende wieder richtig heiß. Wer kann, der sollte im Freibad an Nord- oder Ostsee einfach mal abtauchen. Hier sind die Aussichten. Zunächst mal für die kommende Nacht. Die wird sternenklar, nur ganz vereinzelt ziehen dünne Wolken übers Land bei sehr milden 17 bis 13 Grad.
Und morgen am Freitag wird es dann, genauso wie es heute schon war, sonnig bei überwiegend wolkenlosem Himmel. Der Wind weht nur schwach aus östlichen Richtungen. Und die Temperaturen, die klettern auf 30 bis 34 Grad. Hier sehen wir es jetzt auch. Noch der Blick auf die kommenden Tage. Der Samstag wird ebenso strahlend schön. Erst am Sonntag ziehen ein paar dichtere Wolkenfelder durch bei immer noch sehr heißen 31 bis 34 Grad. Und das war's für den Moment von uns. Hier geht's jetzt weiter mit unserer Serie aus dem Tierpark Hagenbeck mit Leopard, Seebär und Co. Dabei viel Spaß und NDR Info meldet sich dann um 21.45 Uhr wieder. Schalten Sie ein und jetzt Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie's gut.